Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Lemon Cake. Ja, ich habe mir so gedacht, wir starten doch mal in den Tag mit einem ordentlichen Stück Kuchen, ne? Also, wir brauchen ja schließlich Energie, so viel wie wir hin und her laufen hier. Und ja, also theoretisch habe ich schon genug Geld gehabt jetzt beim letzten Tag, um mir, warte, Möhrchen brauche ich noch. Jetzt ein bisschen konzentrieren, um mir den Hasen kaufen zu können. Oha, und da bin ich auch Level 36 geworden. Na, dann gucken wir mal. Zitronenbisee, einen Waffeleisbecher und diesen Regenbogenlutscher, um den ich mich schon so lange drücke. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal das Zitronenbisee. Lecker, lecker. Das hört sich doch mal richtig lecker an. Tja, was nehmen wir denn noch mit? Ich würde sagen, wir machen noch eine Zitrone. Das heißt, ich habe dann für den nächsten Tag auch tatsächlich schon wieder ein neues Gericht am Start, was natürlich immer gut für die Trinkgeldkasse ist. Aber na gut, mittlerweile muss ich sagen, kann ich mir ja, glaube ich, so ziemlich aussuchen, was ich hier skille und so weiter und so fort. Denn ich habe ja nur noch den Hasen, den ich mir käuflich erwerben kann. Zumindest laut meinem Kenntnisstand. Ach Gott, da brauche ich auch noch Weintrauben für. Stimmt, ist ja ein Müsli-Riegel. Eieiei, da habe ich mir wieder ein Eigentor geschossen hier. Aber gut, macht nichts. Da haben wir wenigstens ein bisschen vielfältigeres Angebot. Ist auch eine feine Sache. Und diesen roten Samtkuchen, ich sag's euch, der lohnt sich. Den mögen die Leute echt gern. Der läuft. Oh Gott, ja, erstmal einen Ofen packen wäre vielleicht auch eine tolle Sache. Also roh wollen das die Leute, glaube ich, jetzt nicht so essen. Ich bezweifle das. So, dann haben wir heute ein ziemlich zitroniges Menü hier am Start. Ein Zitroneneis und, ach nee, haben wir gar nicht. Ist ja, das Baiser kommt ja dann erst am nächsten Tag. Ja, ist ja okay, liebe Isa. Ganz ruhig bleiben. Bleiben Sie entspannt. Eine Möhre brauche ich, eine Blaubeere brauche ich und ja, eine Weintraube. So, haben wir dieses. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier ist alles voll. Okay. Das heißt, ich würde ja nochmal mit einer Blaubeere nachlegen. Das ist doch ein relativ schnell gemachtes Essen. Und ich würde sagen, wir machen noch so einen Karotten-Müsli-Riegel, oder? Dann haben wir wenigstens ein bisschen was vorbereitet. Dann brauchen wir alles außer Zitrone. Karotte, Blaubeere und eine Weintraube. Wunderbar. Dann können wir unsere Bäckerei nebenbei auch schon öffnen. Dann kann der nächste Tag starten, während das letzte Gericht noch im Ofen ist. Das ist doch eine feine Sache. Ach ja, ich mag das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es artet zwar teilweise echt den Stress aus, aber ich finde es klasse. Ich finde es einfach richtig klasse. Ich habe ein Gebäck verkauft und kriege dafür 110 Punkte. Das natürlich, uiuiui. Nicht schlecht, Herr Specht. So, ich sag's doch, der Samtkuchen, da ist er. Den mögen sie irgendwie gern. Wenn ich den im Angebot habe, der ist immer irgendwie, den wollen sie einfach. Na, ist doch eine gute Sache, zumal ich dafür keine extra Zutaten brauche. Ach, ich bin so dankbar. Oh Gott, das muss ich noch einen machen. Weil ich wollte jetzt eigentlich einen auf Vorrat da oben gleich wieder hinstellen. Oha, okay, macht nichts. So, dann können wir schon den Blaubeer-Bagel vorbereiten. Den können wir gleich tauschen gegen den ersten Samtkuchen. Das ist eine gute Sache. So, und der geht hier hin. Dann braucht man noch so einen Müsli-Riegel. Wunderbar, halt, Mehl. Oh, dann hätte ich da oben vielleicht auch noch ein Holz reinmachen sollen, wa? Das wäre gut gewesen. So, bitteschön, die Herrschaften, lassen Sie es sich munden. Das ist doch kein Problem hier bei uns. Wir kriegen das... Warum habe ich denn das jetzt gemacht? Sowas Bescheuertes. Entschuldigung! Oh je! Soweit ist es schon. Warte mal, hier machen wir gleich nochmal ein Öfchen an. Machen gleich hier, komm, wir machen einfach noch einen Kuchen. So, sehr gut. Machen wir so. Und hier, wollte gerade sagen, will denn hier heute keiner einen Marshmallow haben? Das, was schön schnell geht? Meine Güte. So, dann können wir den Kuchen von hier oben hier hinpacken.
Und dann brauchen wir alles außer Zitrone. So, das heißt eine Möhre, eine Weintraube und eine Blaubeere. Gut. Dann nehmen wir uns den Kuchen, stellen den hier hin, machen vielleicht nebenbei mal hier so. Sehr gut. So, und Mehl brauchen wir da noch, ne? Für den Müsli-Riegel, den ich natürlich auch so hätte machen können oder weggeben können. Zitronenbisee machen wir auch. Nee, nicht Baiser, Zitroneneis. So, das kommt an die 2. Hervorragend. Dann können wir. Nee, eigentlich wollte ich gern den hier aufnehmen. Danke. Der kommt an die 1. Und dann brauchen wir noch ein Zitroneneis. Kriegen wir hin. Alles außer Blaubeere brauchen wir. So. Dann geht das so weiter. Und eine Möhre noch. Wunderbar. Und da geht auch gleich die Mittagspause los. Ach, du lieber Himmel. Werden wir gleich noch ein paar Süßigkeiten machen. Na gut, noch sieht es da oben gut aus. Ja, es ist immer ganz gut, wenn man hier von den Marshmallows ein bisschen was am Start hat. Das ist so ein Ding, ich weiß man auch nicht. Hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, das ist ein hervorragender Lückenfüller. So. Ja, lieber da oben was zwischenparken, ne? Dann hat man da immer was, was man da noch hinstellen kann. Wenn die einem hier die Bude leer räumen, die guten Leute. So, sehr gut. Ach komm, dann machen wir gleich noch welche. So, hier einen. Nein, keine Milch. Ich hätte gern Zucker. Das kommt an die 4. Sehr gut. Und jetzt, warte mal, ich mache jetzt mal vorsichtshalber noch einen. So, hier hin. Und dann brauchen wir das. Sehr gut. So, dann können wir ja noch einen Blaubeer-Bagel machen. Vielleicht möchte den ja auch mal irgendjemand noch essen nebenbei. Okay, hier braucht man eine Möhre. Und dieses. Und, oh Gott, Zitrone hätte ich gleich noch mitnehmen können. So, da oben ist das Feuer ausgegangen, das ist schlecht. Dann backen wir hier mal weiter. Komm, 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 gib mir das Holz. So, die 3. Oh Gott. Die 3. Gedulden Sie sich. Ich muss erstmal hier kurz für Nachschub sorgen. Oh, das mit dem Blaubeerbagel war eine gute Sache, dass ich den gemacht habe. Die 4, ne? Oh Gott. Hilfe, ich werde ausgeraubt. Oha. So, ey, komm. Die 2. Sehr gut. Komm, bevor wir hier weitermachen, kriegen die da oben noch ein Dings vorgeballert. So, dann brauchen wir noch so einen Kuchen. Den roten Samtkuchen. Den können wir schon mal laufen lassen nebenbei. Dann machen wir hier noch einmal so. Ich hoffe, dass der Tisch 1 oder Platz 1 noch keinen Kaffee hatte. Deshalb werden wir jetzt mal hier dem noch ein bisschen mit seinem Eis, mit seinem Zitronensorbet versorgen. So. Hervorragend. Oha. Noch so ein dicker, fetter Kuchen. Na komm, ein paar Minuten haben wir noch. So, und die 3. Ich glaube, diesmal ist das ganz gut aufgegangen mit unseren Essen hier, ne? Dass die Gäste da nicht so nichts gekriegt haben. Die noch so zusätzlich in den. Oh, komm, pack mal da rein. In den Laden gekommen sind. Und ein Mehl brauchen wir noch. Sehr gut. 3 solche Kuchen. Ach du. Komm, wir machen mal noch hier. Besser ist es. Und weiter. Oh Gott. Sag ja, dieser Samtkuchen, das ist echt der Renner hier. So, dann brauchen wir noch ein Marshmallow. Der geht an die 3. Oh, guck, hätte ich gar nicht machen brauchen. Jetzt kommt eh kein Gast mehr. Aber gut. Lieber ein zu viel im Angebot haben, als dass die Leute wieder ewig warten müssen und nichts kriegen. So, da würde ich sagen, die 2 hat den kürzesten Balken. Dann gehen wir hier mit an die 4. So, bitteschön.
Und Platz 1 möchte auch noch einen Samtkuchen haben. Mann, das hat sich doch aber, glaube ich, heute echt gelohnt, oder? Hoffe ich jedenfalls. Oh Gott, noch 4 Level. Dann haben wir's. Sehr schön. So, damit sind wir durch. Für den heutigen Tag jedenfalls. Oh je. So, dann ist mal schön. Ist ein bisschen schneller, bitte. Danke. Sehr cool. So, das heißt, wir haben einen Marshmallow über, aber das soll jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Das kriegen wir auch so gut hin. Ja, die Öfen können jetzt ausbrennen, das ist auch gut. Ist ja nicht unnötig hier, dass nicht, wenn ich nachts am Schlafen bin, hier alles abbrennt. 132 Taler, das ist eine gute Sache. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, das hatten wir jetzt schon mehr als einen Tag. Der Marshmallow kann raus. Dafür nehmen wir, ich wollte sagen, das Schokoladencroissant wieder rein. Weil, wie gesagt, da möchte ich ja noch A+ schaffen. Na, wir haben schon 4-mal A+. Das ist eine gute Sache. Und dann haben wir jetzt das Zitronenbisee, was wir noch dazu packen können. Und ja, soll mal den Karamellflan noch dazu nehmen. Dann haben wir nichts Schnelles, ne? Dann haben wir lauter Sachen, die relativ lange brauchen und enorm viele Zutaten. Ich würde den Müsli-Riegel, warte mal, wir können hier nochmal bei den Bagels gucken oder bei den Donuts, sage ich immer. Hä? Ach, der ist hier vorne dabei, ne? B+. Wo ist der Müsli-Riegel drin? Der war hier mit C+. Komm, wir nehmen mal den Müsli-Riegel raus. Das dauert mir nämlich einfach zu lange. Und dann nehmen wir uns noch ein, warte mal, wir können ja auch mal gucken, wenn wir hier so ein Eis noch dazu nehmen. Das geht auch relativ schnell. Ja, so machen wir das. Und jetzt kommt's. Jetzt holen wir uns den Hasen. 480 Münzen und 50 kostet da, 627 haben wir. Und damit sind wir durch. Das ist ja mal klasse. Ich kann es kaum erwarten, die Bäckerei wieder aufgebaut zu sehen. Ja, klasse. Sehr gut, das heißt, unsere Skillbäume sind alle fertig, sodass uns jetzt hier oben, ne, wir gehen in den nächsten Tag, nur noch Level 40 fehlt. Und hier hoppelt das kleine Häschen. Ist es nicht süß? Ach, schön, wunderbar. Einmal streicheln, einmal dich streicheln. Ja, moin. Sehr schön. Ja, da sind wir wieder einen Schritt weiter. Also ausgebaut haben wir jetzt alles, was geht. Das heißt, dass die letzte Challenge, um die es eigentlich in diesem Spiel geht, der Lemon Cake, das ist das, was ich mir jetzt noch vornehme. Das heißt, ich werde jetzt so weit vorspielen, dass ich mit euch hoffentlich kurz vor Level 40 bin in der nächsten Folge, sodass wir das zusammen erreichen können. Ja, das heißt, ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei gewesen sein. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.